Hi, Andrzej hier für tabletblog.de. Ich habe endlich das Acer Aspire Switch 10 vor mir, das ja schon vor einer ganzen Weile in New York angekündigt wurde und mittlerweile in Deutschland verfügbar ist. Das hier ist die Version mit 32 GB Speicher, die kostet bei Amazon aktuell 349 Euro. Ihr könnt aber auch eine Version mit 64 GB internen Speicher bekommen. Diese Version kostet dann 399 Euro. Zusätzlich gibt es dann in absehbarer Zeit auch Versionen, wo ihr eine 500 GB Festplatte im Tastaturdock habt. Diese ist allerdings noch nicht verfügbar. Gut, packen wir das Acer Aspire Switch 10 mal aus. Das hier ist die Verpackung, eine ganz klassische, normale Verpackung. Also öffnen wir sie mal. Da haben wir dann auch schon gleich das Tablet, das wir kurz zur Seite legen. Dann haben wir hier Garantiebescheinigung und sowas ist dann natürlich bei. Hier drunter verbirgt sich dann das Tastaturdock. Das haben wir hier. Hier ist jetzt keine Festplatte drin und auch kein extra Akku. Aber wie gesagt, es wird eine Version geben, wo dann auch eine 500 GB Festplatte noch einmal im Dock drin steckt. Gut, schauen wir uns an, was noch dabei ist. Hier unten haben wir dann ja noch eine Anleitung und Garantieguide und sowas und eine Office-CD zum Aktivieren des Microsoft Office, das kostenlos vorinstalliert ist. Und das hier ist dann das Netzteil mit dem entsprechenden Stecker dafür. Gut, das war's auch schon. Mehr verbirgt sich hier nicht in der Box. Legen wir sie dann doch gleich mal zur Seite und kommen wir zum Tablet und zum Tastaturdock. Das haben wir hier. Schauen wir uns erstmal das Tablet selbst an. Wir haben hier ein 10,1 Zoll großes Display. Das hat eine Auflösung von 1366x768 Pixel, also leider noch kein Full HD Display. Gut, das hat das Asus TransformerPad TF, Asus TransformerBook TF 100 auch nicht. Und das ist ja die direkte Konkurrenz dazu. Also gut, wir müssen uns noch mit 720p hier zufrieden geben. Ist aber ein IPS Display und das werden wir uns dann nachher nochmal genauer anschauen. Hier drunter sitzt dann der typische Windows Button. Zwei Lautsprecher haben wir hier an den Seiten, oben eine Frontkamera. Wenn wir dann mal hier zur Seite schauen, haben wir den Anschluss fürs Netzteil, einen HDMI-Ausgang, einen Micro-USB-Anschluss, einen Micro-SD-Karten-Slot und ein Mikrofon. Oben haben wir dann weiter nichts. Dann haben wir hier den Audio-Port, einen Power-Button, eine Lautstärke-Wippe und unten dann natürlich die Anschlüsse für das Tastaturdock. Auf der Rückseite haben wir leider keine Kamera, aber das kann man bei dem Preis vielleicht auch nicht erwarten. Aber selbst wenn eine drin wäre mit 2 oder 5 Megapixeln, Fotos macht man damit normalerweise sowieso nicht. Gut, dann kommen wir nochmal zum Tastaturdock. Das haben wir hier. Ist natürlich keine richtig vollwertige Tastatur, wie wir sie bei größeren Notebooks oder beim Desktop-PC bei den Tastaturen dort sehen. Aber man kann darauf, das habe ich eben schon so ein bisschen ausprobiert, doch relativ gut schreiben. Es ist eben wie bei einem, quasi wie beim 10 Zoll Netbook. Wir haben hier ein 10 Zoll Display und eben das entsprechende Dock dafür. Und darauf kann man doch recht gut schreiben auf diesem Chiclet-Design. Es biegt sich hier nichts großartig durch, wenn man darauf drückt. So gut wie gar nicht sogar. Das Trackpad ist ein bisschen größer als beim TF100, wenn ich mich richtig erinnere. Ist ein Trackpad mit integrierten Mausbuttons. Anders als bei den Android-Transformern wird man das Trackpad hier vermutlich sogar richtig nutzen, was bei den Android 2-in-1-Geräten ja meistens weniger der Fall ist. Gut, gehen wir mal hier um das Gerät herum. Wir haben einen USB 3.0-Anschluss, meine ich. Hoffe ich doch mal, ja. Dann hier natürlich die Anschlüsse für das Tablet und auf der Seite gar nichts und auf der Rückseite ebenfalls nichts, gut, außer diesen Windows-Sticker hier. Das war es auch schon. Eine Sache, die ich übrigens, die ich ziemlich gut finde bei dem Acer Aspire Switch 10, ist das magnetische, dieser magnetische Mechanismus, um das Tablet in das Dock zu stecken. Also man muss das nur so leicht hier ranhalten, muss es natürlich auch richtig ranhalten und dann klackt es direkt ein. Das haben wir bei den Transformer-Geräten von Asus, egal welche Version man da hat, leider nicht. Da muss man immer hier raufdrücken und das ist doch ein bisschen umständlich. Also, dass es so einklackt, ist ganz gut. Man muss ein bisschen hier festhalten, um es wieder rauszuziehen. Aber es geht auf jeden Fall sehr gut, wie ich finde. Ja, auf jeden Fall den Mechanismus, den hier
Der gefällt mir auf jeden Fall sehr. Was ich aber gerade merke, wenn ich es mal loslasse, es kippt um. Das liegt eben daran, dass hier weiter nichts drin ist im Tastaturdock und das Tablet, da steckt natürlich die ganze Hardware drin. Und wenn man es dann so weit zurückklappt, wie es hier gerade der Fall ist, dann kippt es um. Schauen wir mal, ab welchem Winkel es. Okay, so kippt es schon nicht mehr. Das ist auch in etwa der Winkel. Ich habe das Transformer-Pad TF103 gerade hier. Das ist auch ungefähr der Winkel, bis dem man das überhaupt hier so runterklappen kann. Also das Switch 10 geht ein bisschen weiter runter. Allerdings kippt es dann. Gut, wenn man dann schreibt, kippt es vielleicht nicht ganz so stark. Oder wenn es auf dem Schoß sitzt, das werden wir dann mal ausprobieren müssen. Aber ab diesem Winkel hier kippt das Tablet über. Gut, so dann nicht. Und dann schalten wir das Acer Spire Switch 10 doch mal ein. Okay, da bin ich wieder. Das Acer Spire Switch 10 ist nun eingeschaltet. Wie ihr seht, hier drauf läuft natürlich Windows 8.1. Schauen wir uns noch einmal schnell die interne Hardware an. Hier drin steckt ein Intel Atom Z3745 Prozessor, dessen Kerne bei 1,3 GHz takten. Dazu gibt es 2 GB Arbeitsspeicher und die besagten 32 oder 64 GB internen Speicher. Der Prozessor ist ein bisschen flotter als bei der ersten Generation des Transformerbook T100. Allerdings, es ist ein 64-Bit-Prozessor, allerdings nutzt Acer das nicht wirklich aus, da wir hier leider nur 2 GB Arbeitsspeicher drin haben. 4 GB wären wünschenswert gewesen, aber auch mit 2 GB wird man auf jeden Fall auskommen, solange man eben nicht ja, die aktuellsten Spiele spielt und wenn man vielleicht Videos rendert, was hiermit durchaus möglich ist, dann würde man sich vielleicht 4 GB wünschen. Allerdings, wie gesagt, dieser Hardware wird man HD-Videos rendern können. Das werden wir uns sicherlich auch noch im finalen Test dann genauer anschauen. Sonst zur Software hier drauf läuft ganz normales Windows 8.1. Alle Updates sind installiert. Ja, und das war es letztendlich auch schon, was wir uns hier großartig anschauen wollen. Microsoft Office ist dabei, das ist allerdings noch nicht aktiviert. Sonst können wir hier natürlich in den Desktop und sämtliche Desktop-Programme installieren, die wir so kennen. Wir haben hier nämlich, wie gesagt, ganz normales Windows 8.1 und kein Windows RT. Also können wir hiermit all das machen, was wir mit einem normalen Windows Desktop-PC auch tun würden. Das ist immer das Schöne bei eben normalem Windows mit einem Intel-Prozessor. Auch wenn man es in der Modern UI als Tablet nutzt, kann man es immer noch als Notebook-Ersatz nutzen. Und dafür ist ja auch dann das Tastaturdock gedacht. Ja, jetzt werden wir uns auf jeden Fall ein bisschen genauer mit dem Tablet beschäftigen müssen und ich denke, in ein, zwei Wochen wird dann auch ein finaler Test erscheinen. Auf jeden Fall, mein erster Eindruck vom Acer Spire Switch 10 ist recht gut, vor allem das Display sehe ich gerade. Ich habe ja eine große Lampe hier oben drauf, da es hier im Hotel Zimmer ziemlich dunkel ist und man kann das Display trotzdem gut erkennen. Vor allem, wenn ich so davor stehe, ich glaube, im Video sieht es ein bisschen dunkler aus, weil das so von der Seite ist, aber es ist auf jeden Fall recht hell. Ja, ich werde nachher mal draußen damit arbeiten und dann werden wir mal schauen, wie gut man hier mit auch in der Sonne sitzen kann. Das war so ein bisschen das Problem vom Transformer Book T100, fand ich immer. Mal sehen, wie das hier der Fall ist, aber das Display soll auf jeden Fall heller sein. Die Blickwinkel, soweit ich sehen kann, sind ziemlich gut, aber okay, ist eben auch ein IPS-Display. Übrigens, was ich gerade noch sehe, sind hier oben die verschiedenen Modi, in denen man das Switch 10 benutzen kann. Einmal als in den Notebook-Modus, den wir hier gerade haben. Dann natürlich, wenn man das Dock abnimmt, einfach als Tablet. Man kann es aber auch andersherum hier ranklappen. Das kann im Flugzeug ganz praktisch sein, wenn man so Filme schauen möchte. Das ist so vielleicht ganz praktisch, denn dann bei den Flugzeugen, das kennt ihr sicherlich, kann man das nicht immer so weit nach hinten klappen, je nachdem, wie gut die Sitze sind. Und da ist das so dann besser, weil dann kann man das Display zurückklappen, was andersherum im Flugzeug nicht immer möglich ist, je nachdem, welche Airline man gerade nutzt. Aber gut, das ist das Acer Aspire Switch 10. Der erste Eindruck, wie gesagt, ist recht gut. Wir werden uns jetzt genauer mit dem Tablet beschäftigen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt das doch in die Kommentare. Abonniert diesen YouTube-Kanal und dann werden wir uns genauer mit dem Switch 10 auseinandersetzen und eure Fragen beantworten. Ich bin Andrzej für tabletblog.de. Vielen Dank fürs Zusehen.